bin Udo Witt, bin Referent für Klimaschutz und Strukturwandel der Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe 25 Jahre in der Bundestagsfraktion diese Themen bearbeitet, auch als Referent oder Mitarbeiter früher noch bei Abgeordneten. Ich teile vieles von dem, was Birgit Mahnkopf gesagt hat, aber einiges auch nicht. Das fängt zum Beispiel da an als Vorbemerkung, dass nicht die USA oder andersrum den Gashahn hat im letzten Jahr Russland zugedreht und nicht die USA, die Europäische Union auf Betreiben der USA. Die USA hat ständig versucht, LNG auf den europäischen Markt zu drücken. Das wissen wir alle, das ist überhaupt keine Frage. Aber hier sieht sozusagen die Verhältnisse an dieser Stelle umzukehren, finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe auch andere Einwände. Ich will das jetzt nicht alles an jeder Stelle dort drauf eingehen. Kann ich auch nicht, weil das war ja so eine Informationsflut. Ich mache einfach mal das, was ich machen wollte. Und zwar mal ein bisschen detaillierter den Green New Deal. Vor allen Dingen aber das klimapolitische sozusagen Kernstück, das Fit for 55-Paket vorstellen und versuchen Einordnung, was taugt da was, was taugt da nichts. Und ich komme an vielen Stellen natürlich zu ähnlichen Bewertungen, wenn es um die Fragen geht der Ressourcen, die wir dafür brauchen, wo viele Fragen noch nicht geklärt sind. Aber ich sehe doch noch längst nicht so schwarz wie Birgit Mahnkopf. Noch mal probieren. Naja, schade, muss ich doch von hier machen. Ja, gar nichts geht. Dann gehe ich nochmal raus. Mal rein. Eigentlich sollte ich jetzt ja. Ist denn jemand von der Technik hier? Wir haben es vorhin probiert. Also, ich gehe nochmal Freigabe stoppen. Aha, das geht erstmal schon. Jetzt geht sogar das. Und jetzt müssen wir. Ist noch jemand online drin? Okay, jetzt muss ich das praktisch wieder teilen. Das habe ich eigentlich auch angefangen. Und dann funktioniert plötzlich nichts mehr. Das ist Diva. Mache ich jetzt einfach mal. Sie könnten ja entweder das probieren oder die zweite, die Sie angezeigt haben. Nee. Die noch angezeigt. Da war noch eine andere angezeigt. Ja, eben. Deshalb gehe ich mal da hin. Ich gehe wieder raus. Genau, vielleicht, dass wir die teilen. Und die mache ich jetzt groß. Mal sehen, ob die funktioniert. Also ist hier zu sehen erstmal. Ja. Und jetzt muss ich wieder praktisch hier rum. Und die teilen, okay. Ja, das mal so, sonst frage ich nochmal nach. Verstehe. Also normale funktioniert das immer, aber in diesem Raum habe ich das unten nicht gemacht. Keine Ahnung. Wir können jetzt höchstens mal so machen, dass ich. Das war. Wie viele Leute sind denn noch im Chat da? Etliche. Ja, aber bewegt sich ja nicht. Das ist ja das Problem. Ich auch nicht hiermit. Ich kann hier nicht nichts anklicken, ja? Also, tut mir leid. Bewegt sich nicht vor und nicht zurück. Na gut, dann machen wir es so. Ist der da zu sehen? Okay.
Also zwei Fragen wollte ich versuchen zu erarbeiten während des Vortrags. Kann der European Green Deal seine Versprechen einlösen, speziell mit Bezug auf das EU-55-Paket? Und zweitens die These prüfen, die Harald Wolf letztens in der Luxemburg aufgestellt hat. Wir sehen in der Regulationsweise und dem Akkumulationsregime gravierende Veränderungen, die sich in einem politischen Projekt verdichten, in dem der Staat eine andere Rolle einnimmt als im klassischen Neoliberalismus. Also die Frage, ist der Green New Deal eigentlich nur eine Verlängerung des Neoliberalismus mit ein bisschen grünen Anstrich oder ist da eine neue Qualität drin? Zum klimapolitischen Rahmen. Die Kurve kennen wir alle, das sind die Treibhausgasemissionen in Gigatonnen, die gehen nach oben. Hier muss man aber sagen, weil das Thema ist ja die EU, wie hat sich es in der EU entwickelt? Hier bleiben die Emissionen fast konstant nach einem langen Anstieg und sinken jetzt ungefähr seit 2005 doch mehr oder weniger kontinuierlich. Der kleine Peak ist hier der Ukraine-Krieg und jetzt in diesem Jahr geht es wieder runter. Dasselbe pro Kopf in der Einordnung. Hier sind die EU-27, der Durchschnitt der Welt, über uns eben deutlich Japan, Russland, USA mit ihren Emissionen, aber natürlich auch hier sozusagen ungefähr ein klimaverträgliches Budget von 2 Tonnen pro Kopf, wo man eigentlich hin müsste. Ich habe dazu jetzt keine Grafik, aber der Primärenergieverbrauch in der Europäischen Union ist mehr oder weniger konstant geblieben seit 1980 mit verschiedenen Schwingungen, hat also nicht zugenommen. In Deutschland ist er um 20% gesunken, trotz Wachstum. Der European Green Deal, der ist sozusagen so ein gigantisches Paket, dass man kaum, also kennen kaum Leute, die das tatsächlich überblicken. Es sind 156 Initiativen und Rechtsakte, geht also weit über Klimaschutzgeschichten hinaus. Viel auch Landwirtschaft, Naturschutz und so weiter und so fort. Das Kernelement für den Klimaschutz ist praktisch das Fit for 55-Paket. Hier haben wir 19 Rechtsakte und die sind im Prinzip jetzt 2 Jahre verhandelt worden und fast alle abgeschlossen und angenommen. Kernpunkt, also die 55% sind die 55% Minderung gegenüber 1990. Das ist eine Steigerung um 15 Prozentpunkte zu den alten Zielen. Da sagen manche, das ist zu wenig und es stimmt. Gemessen an dem 1,5-Grad-Ziel ist es eindeutig zu wenig. 2 Grad kratzt es vielleicht gerade mal. Aber man muss auch sagen, dass das Tempo der CO2-Minderung pro Jahr sich verdoppeln muss beim Ausbau erneuerbare Energien verdreifachen, um dieses Ziel überhaupt zu schaffen. Das gilt für Deutschland im Übrigen genauso. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber gleichzeitig auch natürlich ein Anzeichen für das Versagen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wer das Paket abtut, sozusagen als rein kosmetische Geschichte von den Zielen her, ich glaube, der hat es nicht verstanden. Ob man dahin kommt, das ist hier eine ganz andere Frage, weil da sich vielfach die Katze in den Schwanz beißen wird, so wie Birgit Mahnkopf das ja auch relativ deutlich gemacht hat. Vielleicht mal interessant, wie sich das aufbaut. Also hier haben wir das, die 2 Pakete waren das sozusagen, eins im Sommer, eins im Winter. Beim ersten Paket sind die zentralen Elemente das EU-Emissionshandelssystem, das schon existierte, und die Lastenteilungsverordnung, weil sich in den beiden Elementen sozusagen die Zieleinsparung aufteilt. Wir haben also halt hier dieses Klimaschutzziel von 55% gegenüber 1990. Und auf der einen Seite gibt es sozusagen eine europäische komplette Regulierung im EU-Emissionshandel 1 für Industrie, Energiewirtschaft und zukünftig auch Schifffahrt, Luftfahrt, innereuropäische Luftfahrt nur, die also drastisch verschärft wurde, dieses System, die Minderung auf 62%.
Und alle anderen Bereiche, Straßenverkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfall, ist der Non-ETUS-Bereich, der wird sozusagen im zweiten Teil reguliert und die Minderung hier steigt von 30% auf 40%. Ich habe mich jahrelang mit diesem Emissionshandelssystem beschäftigt und mit den, vor allen Dingen mit den Lücken und Missbrauchsmöglichkeiten, weil das war in der Vergangenheit so gut wie überhaupt nichts wert. Das war total sozusagen zerfressen von Hintertüren, Clean Development Mechanismen und Joint Implementation, wie sie alle hießen, die dazu geführt haben, dass wir in der EU gigantische Überschüsse von ungenutzten Emissionszertifikaten hatten. Wir hatten Emissionshandelspreise von 5 und 10 Euro statt von 30, 40, wie prognostiziert darauf. Also es hat überhaupt nichts gebracht und zusätzlich Milliarden von Gewinnen zum Anfang der Stromwirtschaft. Denn wurden die dort auktioniert, die Zertifikate, da hat sich sozusagen die Sondergewinne haben sich denn da sozusagen erledigt, aber noch bis heute im Prinzip in der Industrie gebracht. Hier haben wir praktisch den Pfad, wie das jetzt aufgebaut ist, mit 2,2% Minderung. Das ist ein Deckel und der ist tatsächlich deutlich fester geworden, oder er ist jetzt mehr oder weniger fest. Während früher man das mit Auslandszertifikaten sozusagen vollstopfen konnte, noch mit billigen Zertifikaten von scheinbaren Klimaschutzprojekten, die im Prinzip keine waren oder nicht zusätzlich war, sind diese Ausnahmen weitgehend abgeschafft worden. Darum ist sozusagen dieser Pfad ernst zu nehmen. Die kostenlose Zuteilung, das ist ja praktisch der Industrieteil, die einen Teil ihrer benötigten Zertifikate entsprechend Benchmarks kostenlos bekommen, während die Energiewirtschaft die vollständig ersteigern muss. Das mal so, das ist praktisch jetzt. Künftig wird dieser Pfad drastisch verschärft. Also statt 2,2% bis 4,4%. Die kostenlosen Zertifikate werden schrittweise abgebaut, viel zu spät. Das soll 10 Jahre dauern. Im Austausch dafür gibt es ein Grenzausgleichssystem, um die Industrie vor Konkurrenz von Staaten zu schützen, die nicht gleichwertige Klimaschutzinstrumente haben. Das führt gleichzeitig werden Überschüsse abgebaut aus den Vorhandelsperioden in Größenordnung, was dazu führt, dass, geht man hier ins Vor, tatsächlich, und das ist der Markt, bewertet ja die ganze Geschichte. Der hat damals bewertet, wie viel das ETS wert war, nämlich nichts. 5 Euro, 10 Euro. Jetzt sind wir bei über 100 Euro gelandet. Jetzt geht es ein bisschen wieder runter, 86 Euro. Also drastisch angestiegen. Und ich saß jahrelang in der AG Emissionshandel beim Bundesumweltministerium als Fraktionsvertreter, wenn du mal Gast. Zum Anfang hatten die so eine Fresse. Und zum Schluss war die Industrie total klein und haben versucht, ihre Sachen da noch unterzubringen. Das ist absolut, absolut ernst zu nehmen. Bei diesem Pfad, der gilt ja auch weiter, nicht nur bis 2030, würden wir sozusagen bis 2039 auf Null kommen für die Industrie und Energiewirtschaft. Viele sagen, das ist ein Marktinstrument des Neoliberalismus. Ich halte das für das stärkste ordnungspolitische Instrument überhaupt. Das ist ein radikaler Eingriff in die Wirtschaft und der richtig ist, weil er einfach einen Deckel produziert, der überhaupt keinen Ausweg lässt. Und die Industrie erkennt ja auch die Kohlewirtschaft. Infolgedessen wird der Kohleausstieg nicht erst 2038 oder 35 wie nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz kommen, sondern schon wahrscheinlich vor 2030 Markt getrieben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Das ist der Studienstand zu den Geschichten. In dem Sinne muss man den Emissionshandel heutzutage anders bewerten als noch vor 5 Jahren. Schwierig, und dagegen haben wir gekämpft als Linke, ein neues Emissionshandelssystem, und zwar für den Bereich Wärme und Verkehr, also ein Teil aus dem Non-ETS-Bereich. Der kommt jetzt. Und warum haben wir dagegen gekämpft? Weil die CO2-Vermeidungskosten
im Bereich Verkehr und Gebäude nicht, sagen wir mal, 35 bis 50 Euro betragen, wie im Emissionshandel für Energiewirtschaft beispielsweise, wo schon Kohlekraftwerke regelmäßig rausgedrängt werden zeitweise, sondern hier regt sich überhaupt erst was bei 150 bis 200 Euro. Manche sagen 280 Euro pro Tonne. Wenn man das auf die Bürgerinnen und Bürger umlegt, dann ist das Irrsinn, weil an der Stelle das Feld praktisch für Ordnungsrecht, für Investitionen des Staates, für Förderpolitik, aber insbesondere auch für krasses Ordnungsrecht und nicht für CO2-Preise. Also hier ist sozusagen, haben sich die Neoliberalen, und zwar insbesondere aus Deutschland, gegenüber auch anderen Mitgliedstaaten durchgesetzt in dieser Frage. Es wird ein Klimasozialfonds eingesetzt, das Bestandteil des Pakets für den Zeitraum 2026 bis 2032, und der soll also gespeist werden aus den Einnahmen aus diesen Emissionshandelszertifikaten. Das sind natürlich tatsächlich gar nicht mal so wenig Einnahmen, aber ursprünglich sollten die fast vollständig in den Fonds fließen, 144 Milliarden. Jetzt werden es insgesamt nur 87 Milliarden Euro sein für diesen gesamten Zeitraum, nicht pro Jahr. Deutlich weniger als ursprünglich vorgesehen. Ich glaube, der Zusammenhang war, dass auch eine Rückzahlung aus Krediten im Zusammenhang mit Corona daraus finanziert werden sollen. Aber das ist natürlich ein Signal dafür, wie ernst man sozusagen die soziale Absicherung nimmt, wenn man hier so runtergeht. Definiert ist der KSF vor allem für Menschen, die besonders von Energie- und Verkehrsarmut betroffen sind, auch kleine Unternehmen. Und dazu können Direktzahlungen, die dürfen aber nur ein Drittel ungefähr betragen, aber es können auch zählen und Investitionen, die dazu führen, dass diese Armut verringert wird, können damit auch finanziert werden. Ärmere Mitgliedstaaten erhalten ein bisschen mehr, aber ein wirklicher Solidarmechanismus ist es nicht. Ich will da nicht im Detail darauf eingehen, weil das so komplex ist jetzt an dieser Stelle. Erneuerbare Energien, da hat sich ja schon auch tatsächlich in der EU noch einiges getan, sozusagen von 12% auf 21% jetzt innerhalb von 20 Jahren. Das ist noch viel, viel zu langsam, gemessen an dem, was notwendig wäre. Das ist also die bisherige Entwicklung. Und die Ziele sind jetzt so, dass von 32 auf 45% der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch steigen sollen. Was bedeutet das? Das bedeutet eine Verdopplung der jährlichen Ausbaumengen. Um mal klar zu machen, es gibt ein verbindliches Gesamtziel und dann nochmal einzelne Sektorziele für Verkehr, Gebäude und so weiter und so weiter. Und ein Block Beschleunigung, Genehmigungsverfahren, insbesondere für Windkraftanlagen, und weil das Flächenproblem das Genehmigungsproblem hauptsächlich auch in Deutschland dafür ursächlich ist, dass der Windkraftausbau nicht vorangeht. Riesenproblem, die Anrechnung von Biomasse und von Holz, also sozusagen Ressourcen, die eigentlich nicht zusätzlich mehr zur Verfügung stehen. Hier ist sozusagen eine Lücke geschaffen worden, auch natürlich mit Wasserstoffanrechnung, die dazu führen wird, dass der Druck auf die Biodiversität stark zunehmen wird und auch auf die Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, wenn hier das voll ausgefahren wird. Da gibt es auch Obergrenzen überall, das ist hyperkomplex, aber die werden das sozusagen ausreizen, wo sie können. Das sind die Sektorziele, das geht jetzt nicht durch. Stromsektor. Das ist das, was ich gesagt habe schon, kann ich mich kurz fassen. Hier ist praktisch der Kohleausstiegsfakt am Beispiel Deutschlands. Wenn der marktgetrieben schon 2029/30 kommt, dann haben wir ein Problem, weil hier die ganze Finanzierung des Umbaus auf diesen Zeitraum ausgerichtet war. Also wäre zum Beispiel, den muss man ja unterstützen eigentlich, dass der früher kommt, der Kohleausstieg aus klimapolitischen Gesichtspunkten. Aber hier steht natürlich eine Aufgabe, wie man hier den Strukturwandel dann in kürzerer Zeit hinkriegt. Und den werden wir nicht hinkriegen. Deshalb ist hier ein Riesenpotenzial natürlich.
an neuen Rechten, sozusagen an Aufschwung der AfD, die sind ja jetzt schon in den Regionen sehr hoch, das ist fast ein unlösbares Dilemma, ehrlich gesagt. Den kann man auch versprechen. Und die kriegen mit 40 Milliarden. Das ist so viel Geld, wie noch nie ein Strukturwandel sozusagen gekostet hat. Also die werden sozusagen zuschüttet mit Geld, die Region, muss man sagen. Und man kann aber nicht nur ziehen, muss auch von irgendwas von alleine wachsen. Das ist ein für mich jedenfalls kommendes graues Problem. Dennoch, also in der Europäischen Union hat sich was getan. Also der Wind und Solar hat jetzt in diesem Jahr das erste Mal in Erzeugung sozusagen die anderen fossilen Energien getroffen. In Deutschland bedeutet dieser Aufwuchs, den wir brauchen, praktisch, das sind gewaltige Mengen, praktisch Faktor 7 des alten konventionellen Kraftwerksparks, brauchen wir in erneuerbaren Energien. Und das entspricht ungefähr Faktor 5 der erneuerbaren Kapazitäten von 2018. Ich hatte jetzt keine neuen Zahlen, Entschuldigung. Gell? Das bedeutet aber, weil die auch moderner werden, die Windkraftanlagen, dass sich die Anzahl an Land nur verdoppeln wird. Wir haben jetzt schon 50% Ökostrom. Deshalb kann ich Ihre sozusagen totale Schwarzmalerei dort an dieser Stelle nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass es die totale Katastrophe wird, ressourcenmäßig, weil wir haben ja jetzt schon 50% im Stromsektor. Ich weiß, dass Strom ist mehr Wärme, also Strom ist Endenergie besteht aus mehr aus Strom, überhaupt keine Frage. Aber hier sind die Probleme in erster Linie, glaube ich, Akzeptanz, Flächenbedarf, aber in erster Linie Akzeptanz der Leute vor Ort. Und, da komme ich nachher noch so, oder gleich zu, wie kriegt man sozusagen nachhaltig und die entsprechenden Rohstoffe dort hier? Diese Frage ist weitgehend tatsächlich, oder weitgehend, das würde ich nicht sagen, aber zu großen Teilen wird die sozusagen beiseite geschoben. Denn für Deutschland bedeutet dieser Aufwuchs bei der Photovoltaik, da braucht man sich nur optisch angucken. Ja? Das ist ja bisher Regel. Und das ist der gesetzlich verankert ist. Also die Ziele, an den Zielen muss man eigentlich nicht rummeckern, außer dass man sagen kann, die sind noch nicht ganz sozusagen Paris-kompatibel. Die Probleme liegen eher, schaffen wir das in irgendeiner Art und Weise, ohne dass wir an anderer Stelle Probleme nur verlagern, ins Ausland beispielsweise. Durch nicht nachhaltige Wasserstoffimporte und Abbau von Mineralien und so weiter. Und so ähnlich sieht es praktisch bei Wind aus. Also eine gigantische Aufgabe. Zu Atom, das sehe ich noch nicht ganz so dramatisch, wie Birgit Markenkopf das erwähnt hat. Also wir haben hier sozusagen den Aufwuchs von den Erneuerbaren. Die sind die Energieinvestitionen 2019 bis 2023, macht ein bisschen deutlich, wo die Richtung hingeht. Global, hier die Fossilen, die dann insbesondere im Gasbereich ist das ja sozusagen nochmal drastisch explodiert. Aber insgesamt, bei Kohle ist im Untergang, sind die sozusagen mehr oder weniger konstant geblieben. Das sind ja Netze und Speicher und hier ist Atom. Nuklear. Und wenn man sich anguckt, die elektrische Erzeugung Atom in den USA und Erneuerbaren, wie dort sozusagen die Kurven aussehen oder hier China, das ist jetzt ohne Wasserkraft sogar noch, Wasserkraft wäre dann noch mehr, und das Indien. Und das hat ja auch eine ökonomische Ursache, weil die Kosten sozusagen von Nuklear klettern ständig in die Höhe und das sind ja noch nicht mal die realen Kosten, wenn man die Versicherungskosten einberechnen würde, die realen. Und die Schnittpunkte sozusagen waren schon 2010. Man kann sozusagen Nuklear nur betreiben, wenn man gigantische Subventionen dort reinsteckt. Die Energieeffizienzrichtlinie wurde novelliert. Hier sind schon die Bereiche, wo sozusagen am wenigsten konsequent gehandelt wurde. Also Endenergieverbrauch soll um fast 12% gegenüber 20 sinken. Das ist deutlich zu wenig, die Minderungs
erraten, die hat man ja schon fast durch den technologischen Fortschritt, jedenfalls die relativen Mindungsraten. Es gibt jetzt erstmals eine Obergrenze halt von diesen 763 Millionen Tonnen Rohäquivalent. Aber das Ganze ist das Problem, ist für die Mitgliedstaaten nicht verbindlich direkt. Für die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern das Gesamtziel sozusagen ist nur verbindlich und soll dann über Politik und Maßnahmen umgesetzt werden. Indikativ heißt das denn. Das ist ein klarer Erfolg. Da kann man zum E-Auto stehen, wie man will. Wenn man PKWs betreibt, ist das E-Auto die beste Lösung. Aber das ist natürlich keine Verkehrswende. Aber das sagen wir an der Stiftung ständig. Aber die Leute, die sozusagen die permanent ausschließlich gegen das E-Auto an sich kämpfen, in den letzten Jahren hatten wir da echt Probleme, auch in der Linken, weil die Frage entschieden werden, wurde entschieden, ob man auf flüssige Wasserstoffbasierte Kraftstoffe und Verbrennungsmotor setzt oder ob sich die 6-mal effizientere Form der E-Mobilität durchsetzt. Das war der entscheidende Kampf in den letzten 5 Jahren. Und ist dieses Verbrenner aus bis 2035 ein Riesenerfolg, auch wenn Klaus Ernst das anders sieht. Und da ändern auch nicht die FDP-Fußnoten dort in der Verordnung, dass es Ausnahmen gibt für nachweislich mit E-Fuels bekannt tankte Verbrennerfahrzeuge. Die sind so kompliziert, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht kommen. Aber natürlich, das hatte ich gesagt, wir müssen deutlich runter mit dem motorisierten individuellen Verkehr. Wenn wir nicht die Verkehrswende und die Anzahl der PKWs auf ein Drittel ungefähr reduzieren, also gibt es unterschiedliche Zahlen, aber drastisch reduzieren, ist das Ganze überhaupt nicht zu wuppen, aufgrund schon der Ressourcenfrage, die Birgit Markov ja mal jetzt mehrfach in den Mittelpunkt auch gestellt hat, zu Recht. Das sind sozusagen die Anzahl der E-Autos, muss man auch mal sagen, 2022 in Deutschland. Man muss praktisch vom Bestand her hierher und das muss dann E-Mobilität sein. Große Problem, Gebäudeeffizienzrichtlinie, gestern Einigung im Trilog. Und da war die große Hoffnung, dass der Ansatz der Kommission und des Plenums des EU-Parlaments sich durchsetzt, dass man als erstes die Gebäude renoviert, die den schlechtesten Energiestandard haben, weil da auch meistens die Leute drin leben, die am wenigsten verdienen. Also da hätte man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist abgewehrt worden, und zwar insbesondere auf Druck Deutschlands und der SPD-Bauministerin dort. Das ist eine Riesensauerei, weil wenn man fragt, wie kann man Ökologie und Soziales zusammenbringen, das wäre mal so ein Ding gewesen, nun kam es schon von der Kommission, jetzt wird es so Durchschnittswerte gehen für jedes Land. Es gibt im Prinzip ja, es gab bisher keine überhaupt Vorgaben für die energetische Sanierung, wirklich. Die gibt es nur für Neubau. Das wären erstmalig europäische Vorgaben für die energetische Sanierung gewesen. Und die kommen jetzt nicht. Auch den Verbrenner aus für den Heizungskeller, sozusagen, dass man Ende der fossilen Heizung kommt erst 2040. Also das ist sozusagen und auf der Minusbilanz dieser ganzen Geschichte. Ja. Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft, dann kommen wir jetzt gleich zum Schluss. Der Rechnungshof der EU sagt selbst, es gab 2 EU-Aktionspläne und 10 Milliarden Euro, die dafür sorgen sollten, dass sozusagen die Produkte und Ressourcen besser genutzt werden, lange halten bleiben, wenig Abfall. In den letzten Jahren keine Fortschritte. Also da geht es überhaupt nicht vorwärts. Und das Ziel der EU, den Anteil an recycelten Materialien bis 2030 zu verdoppeln, ist sozusagen so nicht zu erreichen oder schwer zu erreichen. Der Ressourcen-Act der Europäischen Union, habe ich das jetzt gelöscht? Ne? War der eben hier? Nee, das ist schon. Ah, hier ist er. Das ist die Antwort sozusagen auf die Frage, wo kriegen wir eigentlich die Ressourcen her und die kritischen Rohstoffe der EU.
Und die sieht so aus, dass strategische und kritische Rohstoffe zunächst definiert werden. Da wird dann große Kataster und da gibt es noch eine gute Internetseite, übersichtlich, gut jetzt in Anführungsstrichen. Die werden definiert und dann werden sozusagen versucht, rohstoffbezogene Wertschöpfungsketten und Kreislaufführung zu organisieren, gerade für die strategischen Rohstoffe, aber auch strategische Partnerschaften sollen angestrebt werden zu Ländern, die eben diese Rohstoffe haben. Das Problem ist, konkrete Ziele zur Reduktion der Ressourcennachfrage gibt es überhaupt nicht. Und die menschenrechtlichen, umweltbezogenen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang sozusagen mit diesen Partnerschaften gibt es auch nicht. Also dieser Akt ist sozusagen tatsächlich mit neoliberalen Geist gebacken. Und genau die Probleme werden auftreten, die Sie beschrieben haben. Das haben Sie schon gesagt. Hier höre ich mal auf, bei Wasserstoff, das können wir vielleicht in der Diskussion mal klären, weil ich glaube, ich bin jetzt doch schon ein bisschen über die Zeit drüber. Nur die Zusammenfassung, die zwei die Punkte. Die Ziele sind deutlich ambitionierter, also deutlich ambitionierter, immer noch nicht hinreicht und sind gleichzeitig eine unterschätzte Herausforderung aus meiner Sicht. Mittel und Instrumente wurden teils deutlich angeschärft, also insbesondere beim Emissionshandel, aber auch bei erneuerbaren Energien. Die haben jetzt eine Durchschlagskraft, aber in den Bereichen Gebäude, Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft ist das eigentlich eine Katastrophe. Die soziale Absicherung bleibt komplett unzureichend, da hätte ich vielleicht noch viel mehr sagen müssen. Ich glaube, jetzt mal im Klimasozialfonds. Wir haben eine starke Tendenz zur Problemverlagerung, Rohstoff- und Hartz-II-Bezug für den Umbau aus dem Ausland. Wir haben ein riesiges Konfliktpotenzial bei der Umsetzung, auch weil es eben vor allen Dingen, weil es sich nicht ausrichtet an der Begrenztheit von natürlichen Ressourcen, die Wachstumsdebatte. Und die letzte Seite, jetzt hat es irgendwas gemacht. Naja. Kommt jetzt nicht, dann mag ich es einfach so. Also ich glaube, dass das ein neues Regulierungsregime ist. Also nicht das alte Neoliberale einfach verlängert, sondern dass Eingriffe so stark sind, also insbesondere über den ETS, aber auch über andere Richtlinien, die ja tief in die Produktionsweise eingreifen, dass es sich einfach verbietet, ehrlich gesagt, zu sagen, dass der alte Stiefel. Die andere Frage ist, ob das tatsächlich mit den Mitteln und Instrumenten umsetzbar ist und ob die Verlagerung von Problemen nicht sozusagen so gigantisch wird, dass das Pendel zurückschlägt oder dass wir diese Ziele insgesamt nicht einhalten werden und nicht erreichen werden. Darüber kann man diskutieren. Da sehe ich allerdings auch nicht so schwarz, wie Sie das beschrieben haben, aber ich sehe Riesenprobleme, natürlich ähnlich wie Sie. Danke.